Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion. Mein Name ist Thomas Klein und in dieser Lektion schauen wir uns was ganz, ganz Wichtiges an, insbesondere bei Kunden von mir, die Softwareentwicklung machen, individuelle Softwareentwicklung, aber auch letztendlich sich auf vielleicht Standard-Software spezialisiert haben, diese konfigurieren, anpassen. Ja, ist letztendlich jede Software ist letztendlich nur Nullen und Einsen, ja, ob das jetzt eine Standard-Software ist oder individuelle, whatever. Ja, es gibt natürlich Unterschiede, ist klar, aber generell, das, was ich hier in dieser Lektion sage, gilt für beide Parteien. Ja? Und hier wollen wir uns mal anschauen, wenn ich jetzt insbesondere individuelle Softwareentwickler, also auch unabhängige Softwareentwickler, die sich jetzt nicht irgendwie so stark auf irgendwas fokussieren, ja, und oder Softwareentwickler, die sich sehr stark spezialisiert haben, ja, auf ein, zwei Programmiersprachen oder auf ein, zwei Frameworks und generell nur mit Microsoft irgendwas machen wollen oder generell nur mit Java oder generell nur mit was es halt noch so alles gibt, ja, Ruby on Rails und was es halt noch so alles gibt, ist überhaupt mal in diesem Video darüber zu sprechen, was sind denn die potenziellen Projekte da draußen, die ich akquirieren kann, ja. Häufig fehlt ja auch letztendlich die Power of Imagination, weil man letztendlich als typischer Freelancer, Softwareentwickler irgendwann mal angefangen hat, irgendwo zu arbeiten, man hat studiert, nebenbei was gemacht, ja, freelance oder auch angestellt, völlig egal, ist mir die gleiche Tätigkeit, im Sinne von der Prozess, wie man was macht, ja, als, sagen wir mal, altbacken Freelancer oder auch angestellt, ist die gleiche, so als Junior, jemand sitzt über einem, Teamleiter, Vermittler, sonst irgendwas, ja, und gibt einem vor, was man zu machen hat. Also hier sind die Specs. Ja, jeden Tag, jeden Morgen gibt es irgendwie einen Showfix oder was und dann programmiere ich das runter, Specs erledigt, ja, noch Debugging und so weiter. Und dann wird es eingegliedert in den großen Code und wieder nächsten Tag wieder das Gleiche. Ja, und wenn man natürlich dann so reinwächst in die ganze Branche der Softwareentwicklung, fehlt dann natürlich dann irgendwie, man macht sich dann irgendwie selbstständig und so weiter, in der Regel durch Zellteilung, whatever, 1000 Möglichkeiten oder auch Zufälle, was auch immer. Und dann hat man irgendwie mal einen Kunden gewonnen, in der Regel jemanden, mit dem man vorher schon mal irgendwie zusammengearbeitet hat. Ja, das heißt, das, was man da produziert, ist dann letztendlich auch wieder ganz ähnlich, nur ist man dann vielleicht schon im Werdegang, im Werden einer Agentur oder ähnliches, ja, oder selbstständig immer noch, was auch immer. GmbH vielleicht schon gegründet, völlig egal letztendlich, aber der Prozess ist immer noch der ähnliche und der gleiche. Ja, das heißt, so wie du Arbeit empfängst, egal in welcher Form du sie jetzt in Rechnung stellst, vielleicht hast du das ein bisschen geändert, aber die Art und Weise, der Prozess letztendlich, der in Anführungsstrichen der Marketing- und Vertriebsprozess, der als solches noch gar nicht vorhanden ist eigentlich, aber sozusagen der Funnel, der unsichtbare Funnel, der da ist, das heißt, von oben kommt jemand, gibt dir Arbeit und du arbeitest es und gibst dir zurück die fertige Arbeit, na, der hat sich insofern gar nicht groß geändert, ja, seit du Angestellter warst oder ja, Freelancer oder Student oder was auch immer. Und irgendwann sagst du dir, okay, ich will mal hier ein vernünftiges IT-Unternehmen aufbauen, Softwareunternehmen und so weiter. Ja, jetzt möchte ich mal irgendwie lernen, wie ich denn letztendlich auch meine zusätzliche und vielleicht auch ein bisschen mehr planbarer irgendwie zusätzliche IT-Aufträge und Softwareprojekte und so weiter und so weiter, ja, da draußen gewinne. Ja, wie komme ich denn an meine Kunden überhaupt erstmal ran? Dazu gibt es natürlich auch entsprechend Videos bei mir in der Akademie und auch auf YouTube. Und auch wenn ich mir diese Gedanken mache, wo ist denn mein Markt? Wie komme ich an diesen Markt ran? Gleich die nächste Frage, die ich mir dann stelle, ist, ja, was sind denn da die potenziellen Projekte, die ich da überhaupt letztendlich gewinnen könnte? Ja, also ich meine, sehen die jetzt alle so aus, wie das, was ich jetzt da die letzten paar Jahre gemacht habe, für diesen einen oder für diese zwei Kunden? Ja, und ich habe teilweise mit Systemhäusern oder Softwareentwicklern Buden zu tun, die machen schon, sagen wir mal, siebenstellige Umsätze und letztendlich haben die im Leben nie groß irgendwie mehr wie einen einzigen Kunden gehabt. Ja? Also irgendwie durch Zellteilung etc., wie ich es erklärt habe, ne? Irgendwie so, keine Ahnung, BMW oder irgendwas Großes halt. Ne? Und das ist so mehr oder weniger nach 10 Jahren immer noch mehr oder weniger der einzige Kunde, den sie haben. Irgendwann fällt ihnen dann mal ein, okay, ich habe eigentlich ein Klumpenrisiko hier. Ja? Und dann kommen sie vielleicht auf mich zu. Und das ist sozusagen die Frage, die sie sich dann ganz groß stellen. Und hier möchte ich einfach mal in dieser Lektion so ein bisschen hier Verständnis bringen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Ja? Also, es gibt letztendlich, also hier oben schreibe ich jetzt mal rein, okay, welche Projekte oder welche Art, ja, von Projekten
kürze es mal ab. Ne? Zeit ist begrenzt. Hier mit diesem Flipchart. Also welche Art von Projekten gibt es überhaupt? Also da gibt es zum Beispiel die Ongoing-Projekte. Ja. Also, das ist auch das, was in der Regel das häufigste ist, kann ich gleich dazu sagen. Die häufigste Form von Projekten, wo du, auch wenn du, insbesondere wenn du quasi so eine Art im Startup-Scaling-Modus bist, ja, ist eben nicht das, wo sich viele eigentlich erstmal wünschen. Das ist so ein geschlossenes Projekt, ne? Also da ist irgendwo ein Projekt, ne? Und man will also quasi hier Ist-Situation, dort Soll-Situation, Schmerz. Schmerz soll gelöst werden mit dieser Lösung irgendwie. Man erstellt irgendwie einen Anforderungskatalog und dann mit 140 Seiten. Und ich gebe jetzt die 140 Seiten, lieber Dienstleister, ja, in dem Fall jetzt mein Kunde. Und jetzt baue mir das Ding, ja, und nach 3 Monaten gibst du es wieder zurück und dann freue ich mich, ist alles fertig, super. Das ist der eher seltenere Fall, ja. Und da kann ich noch viel, viel, viel dazu sagen, weil ich das ja in irgendwie durchschnittlich, jeder Vertriebler bei mir hat ungefähr 3000 Gespräche pro Jahr. Und da sind bestimmt einige dabei gewesen, immer wieder, bei mir zumindest, auch bei meinen Mitarbeitern, wo uns Erfahrungen mit Erfahrungswerte mitgeteilt werden von genau diesen Szenarien, wo es dann eben nicht so gut funktioniert hat, wo man dann hinterher dann festgestellt hat, okay, ja, das wollten wir eigentlich gar nicht so und so, und das müssen wir wieder umbauen und so weiter. Ja. Deswegen, und dann gibt es noch eine Menge mehr Faktoren und Gründe, warum ich jetzt halt ganz gern zuallererst erstmal über Ongoing-Projekte sprechen möchte. Auch der Fakt, dass nicht nur, dass es so geschlossene Projekte seltener sind, beziehungsweise auch seltener zu akquirieren oder schwieriger zu finden letztendlich, sondern auch, dass das in der Regel keine so, wie soll ich sagen, großen Lifetime-Values sind. Das heißt, man hat hier konkret, ja, irgendein Problem, das müsste man konkret lösen. Ja, dann sagt man irgendwie, okay, konkret gibt es dafür Budget. Ja. Meistens ist es irgendwas unter 100.000 Euro. Ja. Es sei denn, wir reden jetzt wieder von dieser kompletten Enterprise-Welt, was ich jetzt nochmal ganz gesondert irgendwo in den Raum stellen möchte und davon rede ich jetzt nicht, sondern so individuelle Softwarelösungen hier und da. Ja. Und das Ganze ohne, dass es eine Ausschreibung sein muss und all diese Geschichten, ja, so öffentliche Ausschreibungen und so weiter, das ist dann häufig bei diesen 6- und 7-stelligen Beträgen dann auch Pflicht und so weiter, ist nochmal eine ganz andere Akquisewelt auch, ja, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Wir reden jetzt also von diesen kleineren, in Anführungsstrichen, also bis zu 100.000, ja, Geschichten, die letztendlich auch einfach so vergeben werden mal können, ohne dass das eine große Ausschreibung sein muss. ja, sind wir schon froh drum. Und da ist es eben so, dass das eben begrenzt ist auf genau diesen Betrag letztendlich. Ja? Du magst jetzt denken, ja cool, okay, so 80.000 Euro ist so ein schöner Betrag. Ja? Gut, du hast halt dann vielleicht eine Marge auf deinen Entwickler, wenn du jetzt ein paar Leute hast, wenn du es dich selber machst, von sagen wir mal 30-40% oder sowas. Ja? Und dann kommen noch die Kosten weg und so weiter. Also am Ende bleiben halt von den 80.000 Euro vielleicht Nettogewinn vielleicht 30.000 übrig. Ja? Und 25 bis 30k, sowas in der Regel. Und dann ist der Kunde abgefrühstückt und that's it. Ja, und dann kommt er eventuell vielleicht, wenn er super zufrieden ist, dann nochmal auf dich zu. Du kannst natürlich dann auch Add-ons in dein Portfolio mit einbauen. Du kannst versuchen, hier Service-Dienstleistungen, Schulungen und irgendwelche Upsell, Cross-Sell. Aber davon rede ich jetzt nicht. Es geht jetzt letztendlich nur mal um dieses Projekt, das du gewonnen hast, du Energie und Zeit und Geld reingesteckt. Und letztendlich jetzt hast du deinen Return on Invest. Wenn du jetzt mal sagst, okay, ich habe jetzt da irgendwie noch 10k, 20k Vertrieb Marketing reingesteckt oder sowas. Ja, okay, es hat sich irgendwo schon gelohnt, ja. Aber du brauchst immer wieder solche Kunden und es ist letztendlich eine relativ hohe sogenannte Churn Rate. Ja, Churn Rate ist irgendwie so ein englisches Wort, bedeutet, ja, Kunde kommt, Kunde geht, Kunde kommt, Kunde geht, Kunde kommt, Kunde geht. Auch wenn der Kunde vielleicht der gleiche nochmal kommt, du weißt nie genau wann und so weiter und so weiter. Deswegen ist es viel, viel wichtiger, sich meiner Meinung nach auf die Ongoing-Projekte zu konzentrieren. Hier ist es halt so, dass du dich natürlich beweisen musst, dass du auch kooperieren kannst, denn hier sind normalerweise schon Entwickler unterwegs, Projekte schon am Laufen und so weiter. Aber man braucht unbedingt noch mehr Ressourcen. Und hier verkaufst du dich eben rein mit deinen Leuten
ist halt häufig so, dass du jetzt hier kein Bodyleasing betreiben musst, in dem Sinne, aber immer so, es ist so eine Mischung aus, ja, du verkaufst deine Leute da rein, aber jetzt auch nicht so richtig wie Bodyleasing, sondern, mein Gott, die müssen halt dann in der Regel in der Kennenlernphase, die ersten ein, zwei Wochen, ne, sind sie dann vor Ort und so, ja, harmoniert und alles und so, ne? Aber dann sind sie wieder remote bei dir irgendwo oder was der Kuckuck, wo sie halt wohnen, ja, und dann passt es wieder, ja. Also es ist dann schon irgendwie so eine Mischung, aber es ist nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt reines Bodyleasing machen würdest oder Arbeitnehmerüberlassung oder irgendwie sowas, ja, das ist eine völlig andere Richtung. Also da bitte keine Angst haben. Auch bei Ongoing-Projekten, die in der Regel dann auch vom Volumen her größer sind und ongoing. Und das ist dann letztendlich auch bei Firmen, die jetzt nicht unbedingt achtstellige Umsätze, also bei deinem Endkunden, nicht unbedingt achtstellige Umsätze im Jahr haben oder sowas, sondern Minimum, ja, neunstellig sind. Ja? Also, das sind dann Firmen mit 300, 400, 500 Millionen Euro aufwärts, idealerweise vielleicht eine Milliarde oder zwei oder drei oder sowas. Und da gibt es dann schon IT-Firmen innerhalb dieses Konstrukts der Konzerne. Und wenn du da einfach mal einen Fuß in der Tür hast, da gibt es quasi fortlaufend Projekte, wo du dann letztendlich immer wieder deine Dienstleistung reinverkaufen kannst, quasi ad infinito. Ja? Ich glaube, das ist Latein für unendlich. Ja? Und das ist es, was du willst. Das ist sozusagen, weil hier ist sogar theoretisch ein Customer Lifetime Value, ich weiß nicht, unendlich. Ja? Also, und da ist dann auch quasi, wenn du da jetzt sagen wir mal jetzt, keine Ahnung, 10.000, 20.000, 30.000 Euro investiert hast, dann mal so einen Kunden zu gewinnen, ist völlig wurscht. Ja, ist völlig wurscht. Weil das, was du da zurückgewinnst, du kannst dann wachsen gemeinsam mit diesem Kunden. Der will ja auch, dass du mit ihm gemeinsam wächst. Der will, dass du langfristig mit ihm zusammenarbeitest, damit du hier Domainwissen auf dir aufbaust, aneignest. Quasi das Wechselspiel zwischen, du bringst Know-how mit rein, frischen Wind sozusagen, mal externe Expertenbrille, na, dass die nicht betriebsblind werden und so weiter. Hier Vorsicht, nicht betriebsblind erwähnen, na, das ist ein böses Wort, da fühlen sie sich gar auf den Schlips getreten, aber wir wissen, worum es geht und die wissen es auch. Also wir wissen beide, es ist wichtig, dass wir wieder externe irgendwie mit draufschauen und gleichzeitig die aber quasi internes Domainwissen sozusagen auch zugänglich machen, sodass du letztendlich mehr oder weniger dort faktisch wie internes Team dort fungieren kannst, mal nach ein paar Monaten. Und dieser Prozess dauert in der Regel auch ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas. Das heißt, wir sind an kurzfristigen Zusammenarbeit auch mit externen Dienstleistern in der Regel überhaupt nicht interessiert. Und genau das ist es, was du willst. Ja? Das heißt, hier ist eine Win-Win-Situation. Ja? Beide wollen das Gleiche und sind dafür auch gewillt. Du trägst das Risiko, dass wenn Ausfälle sind, dass du neu rekrutieren musst und das alles. Ne? Da müssen die sich da nicht drum kümmern. Du erfüllst einfach das Kontingent. Ja? So ähnlich wie ich auch mit meinen Kunden zusammenarbeite. Und dafür sind die auch bereit, hier dir teilweise 50, 60 oder sogar 100% mehr zu zahlen, als wie wir jemanden zahlen würden, den sie einstellen. Ja, und wo sie sich ständig drum kümmern müssen, wenn der ausfällt, krank wird, in Urlaub geht und so weiter zu ersetzen und alles Mögliche. Ja, und auch die Schulung und so weiter, da kümmerst du dich ja um deine Leute, dass die immer wieder geschult werden und so weiter. Und dieses sozusagen, die haben ja auch ihre Angestellten und so weiter, aber diese Mischung, das lieben sehr intelligente und smarte IT-Leiter, wo wir auch eine ganze Datenbank voll haben mit solchen Leuten, quasi auch im Netzwerk, von denen ich schon viele, auch einige zumindest viele Jahre kenne, die lieben, ja, smarte CIOs, smarte IT-Leiter von großen Mittelständlern, die lieben solche Mischkalkulationen aus unterschiedlichsten externen, internen Experten, Entwicklern, Junior, Senior, POs, DevOps-Experten und. Ja? Und ja, und mein Ziel ist eben für meine Kunden, dort eben solche Deals eben unterstützend hier aufzubauen, wo dann auch ganz locker, easy für, da gibt es Themen, also da kannst du Tagessätze verlangen von ja, 2.000 Euro und mehr, überhaupt kein Thema. Ne? Es gibt spezielle Themen, C++ oder SAP oder, ja, also es gibt spezielle Themen da, wo du letztendlich
schon verdammt gut Geld verdienen kannst. Also, ja. Okay, gut. Dann bin ich richtig neidisch. Okay, das ist aber ziemlich auch ein bisschen verplappert, aber das ist egal, es ist ein wichtiges Thema. Ongoing. Das andere ist dann eben, was habe ich hier notiert? Versus Projekte, die eben geschlossen sind. Ja. So, das habe ich jetzt ausführlich erklärt, ja, was die Unterschiede sind und was präferabel ist oder was Vor- und Nachteile sind. Ganz einfach, ne? Alles ist cool, wir machen beides gerne, aber ja, gibt Vor- und Nachteile. Dann, potenziell steht in Relation, was du machst. Ja, das war's. Ich dachte, da wäre noch was gekommen. Okay, passt. Von meiner Seite für diese Lektion alles gesagt. Und alles Weitere in der nächsten Lektion wird auch wieder sehr spannend werden. Bis dahin, dein Thomas Klein, Happy Hunting, Daumen hoch. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen ein paar Inspirationen gegeben, ein bisschen wieder weitergebracht. Und wenn du das Video auf YouTube siehst, dann einfach hier abonnieren, wenn du es nicht gemacht hast. Daumen hoch. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Thomas Klein. Ciao.